was heute passiert. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh, oh, oh. Was zum Auftanken. Rom hat man auch nicht an einem Tag gebaut. Und damit willkommen in Tag 3 auf unserer 6-tägigen Reise durch die Toskana. Eines ist klar, gestern Abend war schon sehr lang und heute startet es nicht weniger schwer. Wir möchten heute 113 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter bewältigen und starten dabei im Chianti-Gebiet, fahren dann über tolle Orte wie San Gimignano bis nach Siena. Das wird eine hammerharte Tour heute, ich freue mich drauf. Los geht's! Was für ein toller Ort. Ich meine, gestern haben wir es nur dunkel gesehen. Schaut euch das an. Jetzt gehen wir hier im Landhaus frühstücken. Hier ist kleines Schlafgemach. Taschen werden wieder zusammengepackt. Und dann geht's auf die Tour. Tschüss, magischer Ort. Ab aufs Bike. Und wir rollen. Tag 3 startet. Okay, da habe ich nicht getroffen. Okay. Jetzt sind wir mal richtig auf Trails unterwegs. Hey, direkt zum Start dieses Tages. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, nach dem Gerümpel gestern, beziehungsweise eher nach den Anstrengungen gestern, bin ich so froh, dass wir in einem Bett geschlafen haben, dass wir so ein schönes Frühstück hatten. Und jetzt, Sonnenschein ist wieder da. Ein toller Tag in der Toskana. Das hat sich sogar gereimt. Energie ist zurück. Heute geht's auf und zwar jetzt erstmal nach San Gimignano. Dir ist was abgeflogen! Ich versteh's nicht. Du hast was verloren. Ich versteh's nicht. Versteh doch nicht. Du hast das Tag verloren. Puls auf 180. Da ist das Ding. Erst fahren, dann fragen. Jetzt sind wir übrigens im Chianti-Gebiet angekommen, auch gestern Abend schon. Und das seht ihr hier rechts von mir, die Weinreben, ganz bekannt. Chianti, leckerer Wein. Hab ich auch schon häufiger getrunken an einem guten Abend. Basti, du auch schon, Chianti? An einem guten Abend einer, an einem schlechten zwei. So, und was wir aber auch merken, ist lehmig. Und cremig. Aber das rollt sich auch wieder ab. Heute ist echt ein Wechsel mit immer wieder hoch und runter fahren, mit Steinen auf der Straße, mit asphaltierter Straße. Mit aber auch ganz tollen Blicken. Hier zum Beispiel seht ihr gerade auch wieder Weinreben. Und dafür ist insbesondere das Chianti-Gebiet hier in der Toskana ja so bekannt. Sehr hügelige Landschaft, malerisch angelegt. Viel davon natürlich human-made. Also die Menschen haben das so schön gemacht in Form von Orten, die oben auf den Hügeln liegen. In Form von Alleen mit Zypressen oder eben dem Wein. Status bei dir? Mir ist auf jeden Fall warm. Also heute werden wir erstmal wieder von der Sonne geküsst, so sagt man doch so schön. Die Beine haben sich so langsam freigetreten. Aber es stimmt, was du sagst. Also es ist hügelig. Du siehst hier keinen Zuckerschlecken. Das geht richtig gut rein in der Mittagssonne. Da ist das Ding! Oh ja, immer mehr hinein in diese mittelalterliche Stadt. Die Entstehung geht zurück ins 12. und 13. Jahrhundert. Es ist einfach unglaublich, wie diese Städte hier erhalten geblieben sind und wir jetzt hier durchradeln können. Also das hier ist der Wahnsinn, oder? Was? Eine Gasse. Gerade die Atmosphäre hier aufgesogen, richtig schön da zu sitzen, einfach vor dem Dom.
und überall, egal in welche Gasse man schaut, es ist einfach besonders. Hier ist der dreieckige Platz in der Mitte von San Gimignano. Und an genau diesem Platz hier haben wir einen Tipp bekommen, nämlich für eine Eisdiele. Die beste Eisdiele Italiens, wurde gesagt. Gelato? Oh ja. Espresso? Oh ja, ja. Da bin ich all in. Das soll sie sein, Basti. Gelato World Champion 2006, 2007, 2008, 2009. Also. Ansage. There you go. Vanille. Grazie. Das sieht sehr gut aus. Also in diesem Sinne stößt man jetzt an, oder? Auf den Tag. Auf die krassen Etappen. Hier ist das immer im Becher. Ich kann das im Waffel nicht gut essen. Das sau mich Vollgas ein. Sieht man gar nicht. Wie du es mit den Zähnen abziehst einfach. So schnell kann es gehen. Der April macht, was er will. Das Wetter wechselt. Sie hat hier schon wieder die Regenkluft an. Diesmal vorher. So. Und im gesamten heutigen Routenverlauf sieht das Ganze jetzt so aus. Wir sind so ziemlich in der Mitte. Hälfte. Halbzeit. Und ja, jetzt machen wir uns auf und zwar in Richtung Siena. Let's go. Oh Mann, ey. Das kann nicht wahr sein. Echt, diesmal haben wir mit dem Wetter echt ein bisschen ins Klo gegriffen, ey. Gerade saßen wir noch beim Eisessen. Und jetzt ist es schon wieder am Schütten, aber wie aus Eimern. Wow. Oh. Also diese Tour hier. Ich sehe rot in Chianti. Hammerhart. Der Regen hat etwas nachgelassen. Wir rollen weiter. Oh oh. Krokodile? Ja, vielleicht. Oh 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 oh. Ja, komm, zu euch. Ja. Scheiße. Sketchy. Das ist so tief. Ich hab es trotzdem durch. Ja, hier sieht's gut aus. Ja, ja. Oh, ja, du hast vorgemacht, dann ist es leichter, weißt du, dann kann man gucken, wie es läuft. Hey, gut durchgeschlagen. Halb Weg war auf jeden Fall sinniger. Mit ein bisschen Schwung. Sauber. Top. Weiter geht's. Was suchst du da? Was zum Auftanken. Ich sehe hier Esso-Tankstelle. Ist das der neue Ernst? Oh Gott, wir sind so platt. Da liegt das Fahrrad, da liegt Sebastian. Wie ist überhaupt die Konstellation hier hingekommen? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Eieiei. Hier, Pizzeria. Pizzeria hört sich gut an. Ist okay. Fahrradspur! Ha! Eine Fahrradspur. Oh, jetzt haben wir richtig Kilometer geschrubbt und auch richtig Höhenmeter. Puh! Und sind in Siena angekommen. Heidewitzka! Es lohnt sich schon wieder. Angekommen in Siena, hier an einem der Hauptplätze. Wie gefällt's dir? Die Stadt von heute? Ja, gefällt mir richtig gut, richtig schön. Aber ey, es war auch ein ganz schöner Ritt hierher, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, die Tagesetappen, die gehen richtig an die Substanz, also wirklich sehr. So eine Stadt wie hier gibt nochmal so einen kurzen Schub tatsächlich. Ja. Lass mal auf uns wirken und dann geht's weiter.
Very nice. Wir haben gefüttert, gevögelt, gekackt und jetzt fliegen wir gleich wieder weg. Diese Stadt ist nochmal magisch, jetzt für uns auch wirklich ein wichtiges Ziel nach den vielen und zähen Kilometern und Höhenmetern. Und Siena gilt als eine der schönsten Städte Italiens. Das liegt vor allen Dingen an den ganzen mittelalterlichen Gebäuden, den Ziegelgebäuden hier, wo wir auch schon durch die Gassen durchgefahren sind. Und jetzt hinter mir zum Beispiel die Basilika, da oben haben wir gerade den Dom gesehen. Dann waren wir auch schon am Piazza, dem Platz mitten in der Stadt, der fächerförmig aufgebaut ist, also viel zu sehen. Also für uns nochmal ein richtiges Highlight auf der Tour heute. Und jetzt gleich haben wir noch mal eine Etappe, bis wir dann an unserem Schlafpunkt ankommen. Wir haben aber jetzt auch schon 19 Uhr, 19.15 Uhr, also es wird wahrscheinlich 21 Uhr, bis wir dann wirklich ankommen. Auch deswegen entscheiden wir uns sehr wahrscheinlich heute wieder für ein Bett und nicht fürs Draußenschlafen. Vielleicht morgen wieder. Warte mal, kurz ein Abgleich. Ja. Ist das Bett erlaubt? Ja, ist es. Ey. Nach 2000 Höhenmetern darf man sich auch mal ein Bett legen. Ja. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt einfach hier Platz nehmen, Basti. So ein Wein aus Chianti. Kurz nach Siena haben wir jetzt hier Licht aufgebaut und rollen in den Abend bzw. in die Nacht hinein. Geil. Ah, 272. Tagesstart in München-Gardasee. Sind wir auch schon an einem Tag gefahren. Rom hat man auch nicht an einem Tag gebaut. Ajo. Ein langer Tag. Geht zu Ende, Tag 3 des Toscana Cross, ein Tag mit Höhen und Tiefen. 120 Kilometer waren es in Summe, komplett fertig jetzt. 2000 Höhenmeter, zwei tolle Städte, die wir gefahren sind. Super müde, ab ins Bett. Wir sind jetzt angekommen und euch erwartet hier morgen was ganz, ganz Tolles. Das ist wirklich, das sieht jetzt schon fabelhaft aus. Ich freue mich drauf, das euch in Tag 4 zu zeigen. Danke an Basti, der mitgezogen hat. Sein Video, nämlich der Zusammenschnitt von dem ganzen Toscana Cross, ist hier oben zu finden. Und ab nächster Woche ist hier unten verlinkt der Toscana Cross Teil 4, also der morgige Tag zu finden. Da reinklicken und wir sagen Tschüss von diesem krassen Tag 3. Ciao, danke Basti. Und in der nächsten Episode seht ihr... Hast du eigentlich alles, was du willst? Oh. Schöne Strecke hier. Ziegelgebäude, Toskana, fächerförmiger Hauptplatz, Piazza del Campo. So reinschneiden.